Dodele, liebe Community, wie auf YouTube als Commentary und in meinem letzten Info-Statement-Video angekündigt, geht's jetzt erstmal mit MotoGP 23 weiter und die nächsten Tage natürlich auch mit den anderen Projekten. Ich würde sagen, wir gehen natürlich unsere Karriere fortsetzen. Bevor ich jetzt aber auf die nächste Runde klicke, will ich nochmal kurz gucken. Irgendwo komme ich doch hin. Wie, ich habe zwei neue Nachrichten. Was haben wir denn? Ein tolles Ergebnis. P. Rowdy zu deinem ersten Sieg in der Moto 3. Okay, das ist dann das. Ja, ich darf natürlich dazu auch antworten. Ja, komm, wir machen das mal. Mein Teamkollege ist meine größte Konkurrenz und das spornt mich an. Dieser Sieg ist das Ergebnis davon und wird der großartigen Arbeit des Teams. Ich hoffe, wir können weiterhin gute Ergebnisse erzielen. Ja, auf diese E-Mails muss ich echt drauf achten. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Erstmal das dazu. Der Sieg war ein weiterer Schritt, um das Team auf meine Seite zu ziehen. Deshalb schwebe ich auf Wolke 7. Ja, komm. Mir gab der Böse ist. Ich bin ein Ego-Mensch. Herzlichen Glückwunsch, Rowdy, zu deinem Sieg. Antworten. Danke, das ist ein tolles Gefühl. Nun, danke. Ich hoffe, dass Team, dass du es weiter versuchst. Nun, danke. Ich hoffe für das Team, dass du es weiter versuchst. Ja, komm, danke. Das ist ein tolles Gefühl. Machen wir ihn, wenn wir da negativ gemacht haben, machen wir ihn da positiv. Dann ist er jetzt wieder neutral gestimmt. Was haben wir hier noch? Achso, okay, das hatten wir beim letzten Mal schon. Gut, den Teamkollegen sollten wir vielleicht nicht ganz so komisch angehen. So, jetzt muss ich hier wieder schließen. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, waren die Rennoptionen. Genau. Weil hier Tobi meinte, ich solle doch einfach mal drei Klicks höher machen. 2, 3. Ich würde sagen, wir gehen aber direkt mal auf Mittel, auf 30. Also ab 30 ist Mittel. Dann würde ich sagen, nachdem wir letztes Mal so easy going da vorne weggefahren sind, dass wir jetzt mal auf Mittel gehen. Bei MotoGP ist das immer so eine Sache. Bei manchen Strecken ist die KI voll gut, gerade wenn das Spiele sind, die man nicht so oft in seinem Leben spielt. Und bei Strafen, tolerant, da ist ja gar nichts an Strafen passiert. Da gehe ich mal auf hart. Reifenkraftstoffverbrauch können wir natürlich auch anmachen. Ich würde sagen, machen wir auch mal proportional. Dann haben wir hier noch ein bisschen Probleme. Nur damit ihr das auch sieht, seht hier mit den Dings. Gut, den Schaden lasse ich mal nur auf grafisch. Den tun wir mal noch nach wie vor nicht auf anmachen. Das ist auf grafisch, dass man sieht. Sicher, sicher. Wir müssen ja nicht alles 100% machen. Renndistanz lassen wir die 100%. Das wurde sich ja gewünscht, dass ich jetzt ein Video mit Training und Quali mache. Und dann eins mit dem 100% Rennen. So, ich hoffe, auch gerade im Quali geht das, weil ich habe auch oft die Probleme, wenn ich die Schwierigkeitsgrad hochstelle, dass ich im Quali dann auf einmal komplett verkacke und im Rennen ist die KI aber trotzdem zu schwach. Also kann auch sein, dass ich in den Quali-Rennen die KI niedrig mache und im Rennen dann ein bisschen höher mache. Müssen wir gucken, wie sich das in den nächsten Grand Prix entwickelt. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die nächste Runde rein. Ja, wir brauchen einen Vertrag. Das ist ja unser Sinn der Sache, dass wir einen neuen Vertrag bekommen. So, ich hoffe, dass es jetzt alles so passt, wie ich das will. Training 1, Training 2, Training 3, Qualifying, Qualifying 2. Ich lasse es mal so, wie es ist. Wie gesagt, in der heutigen Folge ist dann jetzt... Also, heute kommen voraussichtlich zwei Folgen. Aber die erste Folge des heutigen Tages ist dann jetzt die Trainings- und Quali-Folge und die zweite Folge ist dann das 100%-Rennen. So, das wollte ich sagen. Ein spannendes neues Motorsport-Wochenende beginnt. In den Bock. Ach komm, wir gehen erstmal zur Strecke. Erstmal gucken wir, fliegender Start. Die Mechaniker schieben das Motorrad. Ach komm, das ganze Gequatsche, das interessiert mich gar nicht. Das ist ja eine Strecke, die in dem neuen Formel-1-Spiel im F1 23 auch drin ist. Aber ich muss sagen, im F1 gefällt mir die Strecke überhaupt nicht. Das ist eine Motorradstrecke, schon immer gewesen. In den Motorrad-Games macht Katar eigentlich richtig Spaß hier. Losail, Katar macht richtig Spaß, aber in den Formel-1-Spielen macht die Strecke mir persönlich überhaupt keinen Spaß.
Gut, kein Spaß ist gelogen, aber weniger Spaß wie andere Strecken halt. So, jetzt war ich wieder gut eine Woche weg, gut eine Woche bei der Familie, habe eine Woche wieder nicht gespielt, also erstmal wieder reinkommen. Aha, okay, das ist mit Strafen hart, okay, ungültige Runde. Okay, das ist natürlich echt übel. Wie schnell das wird. Einmal den Körb angeguckt und schon ungültige Runde. Also das ist wirklich hart. Ja, da müsste es dann noch eine Zwischenstufe geben zwischen Strafentolerant und Strafenhart. Also wenn man dann im Rennen nur den Körb anguckt und dann direkt Penalty Laps kriegt, das wäre nicht so geil. Da oben wäre die Penalty Lap, glaube ich, ne? Ja, das hier ist die Penalty Lap da hinten, okay. Ja gut, ich wollte euch ja die Penalty Lap eh mal in einem Rennen zeigen. Also wenn uns im Rennen dann ein Fehler passiert, wäre das gar nicht mal so verkehrt. Ja gut, jetzt werde ich wieder ein, zwei Runden brauchen zum Reinkommen und dann ist gut. Oha, fast auf die Nase geflogen. Ja, auch nicht gut, auch nicht gut. Na egal, wir machen das schon. Wie gesagt, ich habe die Reifenabnutzung und die Benzinabnutzung jetzt auch mal drin. Vielleicht macht das auch den Schwierigkeitsgrad im Rennen dann schwieriger, logischerweise, wenn wir dann auch mit den Reifen hadern. Habe ich in den ersten zwei Folgen mit Training, Qualifying und dem ersten Rennen nicht gemacht, weil ich wollte da erstmal reinkommen, gucken, wie der Teil hier überhaupt ist. Aber kleines bisschen schwerer im Rennen wollen wir es ja schon haben. Ihr wollt es ja auch nicht zu einfach haben. Wäre ja auch für euch langweilig, wenn ich von Start weg immer nur auf Platz 1 rumfahre, glaube ich. Aber wie wir das dann in Zukunft weiter vorantreiben, das entscheide ich spontan. Wenn ich mal nicht so einen guten Tag habe oder ich merke, mir geht es nicht ganz so gut, ich aber trotzdem aufnehmen möchte, dann nehme ich den Schwierigkeitsgrad wieder ein bisschen weiter runter, dass ich die Konzentration nicht so hoch halten muss. Aber jetzt für den Moment wollte ich es erstmal so versuchen. So, jetzt hoffe ich, dass wir mal eine Runde schaffen, ohne die Curbs zu berühren, weil die Curbs, die scheinen hier mit der Strafe echt Gift zu sein. Gefühlt bin ich jetzt mit mittelschwer immer noch relativ schnell, also gefühlt komme ich an die, die auf der Strecke sind, ran, also ich scheine immer noch ein bisschen OP zu sein, aber das wird dann am Ende die Strafen zeigen, wie viele Strafen wir kriegen und. Das Rennen und so, lassen wir es einfach abwarten. Oh, ich habe ihn leicht getroffen. Gut, Berührung gibt keine Strafe, das ist schon mal gut. Nur wenn es geht, nicht an die Curbs kommen, weil an der einen Kurve, wo ich den Curb berührt hatte, direkt Rundenzeit ungültig, das fand ich dann schon ein bisschen sehr hart. Oder gab es doch eine Strafe, weil die Zeit gerade rot aufgeblinkt ist. Ist die jetzt rot oder ist die jetzt weiß? Mal gucken. Kommt er doch wieder durch? Okay. Das heißt, wir sind ungefähr auf seinem Niveau. Aufpassen, nicht zu weit rauskommen mit den Curbs. Mal gucken, geht die Zeit jetzt? Ich hoffe. Okay, 2,4 sind wir immer noch schneller. Schauen wir mal. Können wir ja mal erstmal zurück zur Box gehen, ne? Ja. Die Regie zeigt uns die Box, wo das Team darauf wartet, dass der Fahrer zurückkommt. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Irgendwie ging das doch jetzt mit den
Dings die Ziele verbergen. Genau, ich muss Dings in den Wertungen vor Yamanaka wieder landen und mindestens in den Top 15 landen. Das sollten wir hinkriegen. Wie ging denn das jetzt? Wochenendmanagement. Aktives Session, genau, da kann ich hin, weil ich habe es ja doch dann rausgefunden, weil hier kann ich mich dann auch irgendwo die Zeit überspringen. Indem ich Dreieck gedrückt halte. Ah, noch 2,1, nur noch 1,9 Vorsprung, okay. Einfach mal die Zeit überspringen. Wir sind noch immer Erster, das ist gut. Damit endet das erste freie Training an diesem Wochenende. Werfen wir einen Blick auf die besten Zeiten dieser Session. Okay, 1,9 immer noch Vorsprung. Das heißt, laut dem ersten Training könnte ich in Schwierigkeit, glaube ich, nochmal so um 3 bis 5 Ticken höher schrauben. Aber warten wir dann erstmal das Rennen ab, beziehungsweise die anderen Trainings. Fortfahren, weiter geht's. Wir sind live beim zweiten Training der Moto3-Klasse. Nur die ersten 14 Fahrer der kombinierten Wertung kommen direkt ins Q2. Alle anderen werden um die 4 verbleibenden Plätze im Q1 kämpfen müssen. Genau so war das. Wenn ich jetzt gut bin, komme ich direkt ins Q2, muss Q1 nicht mehr machen. Wenn ich jetzt versemmel, dann muss ich das andere auch machen. Ich weiß, für eine Trophäe muss ich es einmal versemmeln, aber wir wollen ja nicht mit Absicht versemmeln. Wir geben jetzt einfach unser Bestes, wie immer, und dann schauen wir mal weiter. Das Team ist mit den Vorbereitungen. Ich denke auch mal, die Trainings- und Qualifying-Videos, die werden gar nicht so lange, die werden dann eher ein bisschen kürzer gehalten. Aber wenn ich die 100%-Rennen machen soll, die sich ja gewünscht worden sind, ich denke, für die 100%-Rennen werden wir schon die langen Videos brauchen. Also ist das Training und Qualifying wahrscheinlich immer relativ kurz gehalten. Beides in einem Video geht nicht, also alles drei, Training, Qualifying und Rennen in einem Video geht nicht. Da sich aber Training und Qualifying auch gewünscht worden ist und nicht nur die Rennen, beziehungsweise dass ich dann gesagt hätte, okay, machen wir Training, Qualifying und nur einen 30 oder 50% Rennen, wurde sich ja gewünscht, dass ich die 100% Rennen, wenn es geht, beibehalten soll. Also denke ich mal, dass ich das auch so machen werde. Vielleicht mache ich demnächst auch einen festen Plan, also doch mal einen festen Sendeplan, den sich ja einige von euch wünschen. Gut, das heißt festen Sendeplan. Ja, wieder auf den Körper gekommen, wieder die Runde wieder ungültig, okay, wie vorhin auch. Nein, deswegen sage ich ja, was heißt hier festen Sendeplan? Also jetzt nicht an dem, nicht zu der und der Uhrzeit, genau das wollte ich sagen, nicht zu der und der Uhrzeit kommt das und zu der und der Uhrzeit kommt das. Also an Uhrzeiten werde ich mich nicht richten. Das mache ich immer noch spontan, wie ich aufstehe, wie ich Zeit zum Aufnehmen finde und so weiter. Das mache ich nach wie vor so wie bisher auch, eher spontan, wann es denn hochgeladen wird und so weiter. Aber vielleicht mache ich das demnächst so, dass ich versuche, feste Tage zu haben. Montag, Dienstag, Mittwoch kommt das, Donnerstag, Freitag kommt das und Samstag, Sonntag kommt spontan so auf das, was ich gerade Lust habe, so nach dem Motto. Beziehungsweise Sonntag kommt ja dann gegebenenfalls auch demnächst wieder ein neues Projekt mit Tobi. Da muss ich mich mit Tobi nochmal fortschließen. Gut, die Woche Sonntag jetzt nicht. Da werde ich mit Tobi noch nichts machen. Das kann ich schon so sagen, wie es ist, weil da reicht mir das am Laufe des heutigen Tages, dass wir heute Abend bei Roman, wie gesagt, heute Abend ist Outriders. Ich sag's jetzt einmal so, mitten im Video, in Zukunft versuche ich das dann zum Ende des Videos zu sagen oder am Anfang des Videos, schauen wir mal. Ich werde die beiden natürlich jetzt auch definitiv später in die Videobeschreibung verlinken und dann könnt ihr auch gerne bei Tobi und Roman vorbeischauen. Damit es da, wie gesagt, in Zukunft keine Missverständnisse oder Probleme mehr gibt,
Aber zu meinem Info- und Statement-Video, ich habe mich dazu geäußert, könnt ihr gerne auch reingucken. Das habe ich ja gestern Abend schon hochgeladen. Da könnt ihr gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt, auch mal reingucken. Da war ich ein bisschen krasser drauf und habe es ein bisschen so gesagt, wie ich es halt in dem Moment gedacht habe. So bin ich halt nun mal. Wenn es nicht passt, der braucht mich ja nicht mehr gucken oder unterstützen oder sonst irgendwas. Ich bin, wie ich bin. Ich bleib, wie ich bin. Ich werde mich für nichts und niemanden ändern oder rechtfertigen. Also gut, rechtgefertigt habe ich mich ja in dem Sinne gestern, aber blieb mir ja auch nichts anderes übrig. Aber meine normalen Let's Plays hier, deswegen auch gestern Info- und Statement-Video dazu direkt rausgehauen, weil meine normalen Let's Plays hier, die möchte ich mir nicht mit solchen Sachen versauen, sondern die möchte ich genießen. Deswegen konzentriere ich mich jetzt in dieser Runde hier auch, damit wir ins nächste qualifizieren können. Und dann danach auch fürs kommende Video ins Rennen gehen können. Aufpassen, dass ich nicht zu weit auf die Striche rechts und links neben der Strecke komme. Wegen den harten Strafen, also ist das schon echt krass, wie schnell eine Runde ungültig wird. Das ist wirklich krass. Das ist ja jetzt schon zweimal passiert, also schauen wir mal. Wahrscheinlich könnte ich den Schwierigkeitsgrad nochmal 3 bis 5 Pünktchen hochstellen. Wahrscheinlich kann ich ihn auch sogar gleich 10 Pünktchen hochstellen. Wahrscheinlich würde ich das auch noch packen. Allerdings darf ich dann die Curves wirklich gar nicht angucken und muss halt lernen, eine schnelle Kurvengeschwindigkeit zu kriegen, wenn ich da durchfahre. Also ich denke mal, die Kombination aus harter Strafe und dann auf Mittel sollte eigentlich funktionieren. So, das reicht mir eigentlich schon, die eine Runde sollte gehen. Zurück zur Box. Ja, möchte ich. Die Regie zeigt uns die Box. Und ja, ist gut. Dann gehen wir jetzt wieder zu Zechen und tun wieder Spulen. Aber es sollte eigentlich reichen. Gehe ich mal von aus. Das ist das Ende des zweiten freien Trainings. Schauen wir uns die Ergebnisse dieser Session mal an. Ja, beim ersten Training waren es 1,9, jetzt sind 2 Sekunden. Also, und ich bin wieder die 1,17 gefahren, die 2,17 gefahren. Also ich glaube, ein bisschen schwieriger könnte ich es mir immer noch machen. Aber wie gesagt, müssen wir mal gucken, wie sich das dann im Rennen auswirkt. Ich will das. Grüße vom Losail Circuit. Nur noch wenige Augenblicke, dann bekommen wir Bilder vom dritten und letzten Training. Das wird die letzte Chance für die Moto3-Fahrer, direkt ins zweite Qualifying einzusteigen. Ich will das peu à peu machen mit dem Schwierigkeitsgrad, das wenn Team überhaupt. Ist mit den Vorbereitungen am Motor. Ja, schauen wir mal, dann machen wir das auch noch. So, diesmal, wenn es geht, direkt die erste Runde sauber hinkriegen, ohne neben die Strecke zu kommen. Ja gut, hier tut das Spiel mich raushauen, da kann ich nichts dafür, weil das noch der Autopilot ist. Dann ab jetzt aber konzentrieren, dass wir nicht wieder in der ersten Runde direkt ungültig sind. Sondern versuchen von Anfang an innerhalb der Streckenbegrenzung zu bleiben. Wow, das zum Thema, diesmal versuchen von Anfang an in der Streckenbegrenzung zu bleiben. Wow, also harte Strafen sind echt übel. Ich habe die Linie nur angeguckt und direkt schon wieder eine Strafe. Also wir brauchen wieder mindestens 2 Runden. Also das ist echt teilweise heftig, ey, mit denen, man guckt die Kurve nur an.
Weil da sind ja extra so Pfeile neben den Curbs, wie weit man eigentlich rausfahren darf. Also, das ist schon heftig, dass es hier direkt Minus gibt. Okay, jetzt bin ich wirklich voll rausgefahren, das hätte ungültig sein können, aber ansonsten sind ja diese weißen Dreiecke hinter dem Curb. Ich dachte, man darf immer bis zu den weißen Dreiecken fahren. Aber wahrscheinlich ist das dann für die GT-Fahrzeuge oder Formelfahrzeuge, also für die Fahrzeugklassen auf vier Rädern, ist das wahrscheinlich gedacht, wie weit die rausfahren dürfen. Aber mit dem Motorrad darfst du die Curbs ja nicht mal angucken. Hilfe. Ey, du darfst hier noch nicht mal den weißen Strich hier innen oder außen berühren. Wenn du hier so auf den weißen Strich fährst, dann gibt das schon ungültige Runde oder so. Also das ist echt übel. Also Strafen tolerant sind zu mild und Strafen hart finde ich dann schon, ja, schon heftig. Mal gucken, wie das im Rennen ist. Wenn ich im Rennen die Linie angucke, ob ich dann direkt hier Long Lap Strafen kriege en masse oder wie das dann im Rennen ist. Da bin ich echt mal gespannt. Also ich freue mich schon auf das Rennen, was gleich im Anschluss kommt. Die Videos werden auch beide heute veröffentlicht, also macht euch da keinen Kopf. Die könnt ihr beide gucken, wenn ihr wollt. Gibt ja auch die einen von euch, die wahrscheinlich alles gucken. So wie ich das von Tobi halt nur mal weiß. Der wird alles gucken, weil Tobi war halt einer von denjenigen, die sich gewünscht haben, dass ich halt Training und Quali in der Folge mache und dann Rennen separat mache. Und es wird auch die Sorte von euch geben, ja, das wird sich so abwerten, wenn ich sage Sorte, und es wird auch die Zielgruppe unter euch geben, die dann halt sagt, nee, Training und Quali interessiert mich nicht, mich interessiert nur das Rennen und so. Gottes Willen, ich will niemanden abwerten, manchmal muss ich nur ein bisschen aufpassen, wie ich was formuliere. Weil mit der Art und Weise, wie ich was formuliere, bin ich ja schon des Öfteren angeeckt. Aber gut, ich sag immer, so bin ich, so bleibe ich und ich ändere mich für nichts und niemanden. Wem es halt nicht passt, der soll halt das weite Suchen woanders gucken. Dann verliere ich halt ein, zwei Leute, damit kann ich leben. Und die anderen Leute, die schätzen meine Art und Weise und sagen sich, ja, das finde ich gut, dass der Maulwurf immer geradeaus frei herausdenkt. Das tue ich halt auch. Ich bin halt geradeaus. Ich lüge niemanden von euch an. Ich verstell mich nicht. Also das werde ich auch niemals in meinem Leben tun. Ich bleibe so, wie ich bin. Und ganz einfach, wem es nicht passt, der hat halt gelitten. So einfach ist das Leben. Scheiße. Rewind-Modus aktivieren. Ja, egal, brauche ich nicht. Die Runde war ja eh gelaufen. War doch, glaube ich, eh schon ungültig, oder? Ich glaube, ja. Den muss ich ein bisschen eigentlich gucken hier vor mir. Das ist mein Teamkollege. Nicht, dass der sauer ist, wenn ich ihn wegschnetze hier. Ihr wisst schon, wegschnecke. Gar nichts. Strecke überschritten, der Teamkollege auch, weil ich ihn neben die Strecke gedrückt habe, der die Strecke auch überschritten. Ich kenne da gar nichts. Ja, wieder auf den Körb gekommen. Hängen wir noch eine Runde dran, alles gut. Also mit den harten Strafen muss man sich echt tierisch konzentrieren. Man geht auch mal vom Weg hier, jetzt fährt er wieder neben die Strecke. Na gut, ich habe ihn auch leicht angeschoben, würde ich mal sagen. So, jetzt habe ich freie Bahn. Die nächste Runde sollte sitzen. 2:21 müssen wir aktuell schlagen, ja, das war easy. Wir haben ja bisher immer so 2:17er Zeiten gekriegt, also das sollten wir eigentlich hinkriegen. Jetzt muss ich mich nur mal eine Runde versuchen, dementsprechend einigermaßen zu konzentrieren. Ohne die Curbs anzugucken, das ist das Wichtige. Nein, scheiße, abgekürzt. Ah, die Kurve davor, die war schon so knapp. In der Kurve davor bin ich schon ganz knapp neben dem Strich lang gefahren. Aber das war abgekürzt. Es war nur minimal, aber ja, es war abgekürzt. Also, ungültige Runde ist gerechtfertigt. Kann man stehen lassen, ist gerechtfertigt.
Ja, komm, dann versuchen wir schnell an dem Kelch so vorbeizukommen, damit er uns in der nächsten Runde nicht behindert. Ah. Okay, oder wir bauen einen Unfall, dann ist es sehr gut. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Abstand zum Vordermann. Da wir Bikeschaden jetzt zum Glück aushaben. Aber es wird vielleicht meine nächste Challenge, da ich dann noch nicht sofort im nächsten Rennen, aber ich denke mal, vielleicht in der nächsten Saison, also wenn wir die Debütsaison durchhaben, dass ich dann vielleicht auch den Bikeschaden anstelle, wenn ihr das denn wollt, aber ich denke mal, ohne Bikeschaden kann ich auch ab und zu sagen, okay, wenn wir es auf die Nase legen, holen wir halt wieder auf, dann, ich denke mal, wenn ich den Bikeschaden einfach nur auf grafisch anlasse, also optischen Schaden, dann werde ich nicht unbedingt viel rewinden, dann werde ich die Rewinds auch einfach mal sein lassen. Wenn ich aber Schaden einstelle, ja, dann werde ich wieder die Rewinds, die ich benutzen darf, dann werde ich die Rewinds auch dementsprechend nutzen wahrscheinlich, weil ich sage ja immer, in Spielen, wo Rewinds drin ist, die Entwickler haben sich da was dabei gedacht, dann kann man die auch benutzen. Andererseits ist Rewinden so ein bisschen wie Cheaten, weil in echt können die Leute auch nicht, können die Fahrer auch nicht hingehen und sich rewinden und zurücksetzen. Deswegen, ja gut, in echt geht aber das Motorrad auch dann kaputt und wenn man es stürzt und so weiter, ja, das ist, will da auch nichts vergleichen. Also ich sage immer, einerseits Spiel ist Spiel und echt ist echt. Wenn ich eine krasse Simulation haben will, dann weiß ich nicht, dann gehe ich Motorrad fahren oder müsste den Führerschein machen und müsste Auto fahren. Dann habe ich eine richtige Simulation. Und theoretisch kann ich ja auch ohne Führerschein fahren auf dem Übungsplatz oder. Also von daher. Aufpassen, das fehlt diesmal noch, obwohl ich die Linie getroffen habe. Sehr gut. Aber aufpassen, dass ich nicht innen wieder auf den Curb komme, beziehungsweise zu doll abkürze, wie in der Runde davor. Ich würde die Runde ganz gerne diesmal sauber zu Ende bringen. Mir passt das auch, dass ich mit Roman erst heute Abend anfange, Autorider zu spielen. Wie gesagt, zwischen 18 und 19 Uhr. Weil um, was war das, 15:30 oder 16:30, muss ich nochmal nachgucken. Da ist ja auch Formel 1 Sprintrennen, also passt mir das ganz gut. Dann kann ich nämlich mit Roman nach dem Sprintrennen anfangen. Wie gesagt, Beschreibung von Roman und auch von Tobi werde ich jetzt in Zukunft immer in die Videobeschreibung reinkloppen. Und sollte ich das mal aus irgendeinem besagten Grund vergessen, dann erinnert mich gerne dran. Wenn ihr in der Videobeschreibung nichts gefunden habt, von den Partnerkanälen, dann erinnert mich da gerne dran, wenn da wieder irgendwelche Sachen zum Vorschein kommen, die vielleicht ungerecht sind. Wie gesagt, ich finde nicht, dass ich die beiden ungerecht behandelt habe. Ich habe die beiden oft genug genannt, oft genug auch darauf hingewiesen und so. Und auch in meinen ganzen Community-Posts, die ich so auf YouTube mache, da stehen die zwei eigentlich auch in regelmäßigen Abständen drin, also. Aber wie gesagt, ich möchte da jetzt hier im normalen Let's Play auch nicht groß weiter drauf eingehen. Ich habe dazu jetzt ein eigenes Infostatement-Video gemacht. Weil wie gesagt, die Let's Plays hier an sich, die möchte ich genießen mit euch. Weil es soll uns ja allen in der Community Spaß machen. Gewisse Leute sind natürlich jetzt bei mir komplett unten durch, ganz einfach.
Ach, ich glaube, die letzte Runde von mir hat doch schon gezählt. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir schon eine Runde mehr hatten. Ich dachte, in der letzten Runde hatte ich auch was ungültig. Ja, da stand, ich stehe schon mal 2-17-1. Wir sind schon auf Pole Position aktuell. Warum sagt mir das keiner? Ich habe sie jetzt gerade gesehen. Egal, dann nehmen wir die Verbesserung auch noch mit. Machen wir mal eine 2-16 draus. Alles gut. Die Runde ist definitiv safe und dann auf zurück zur Box. Wir sind mit Bildern auf. So, dann würde ich sagen, überspringen wir wieder alles und dann auf ins Qualifying. Na gut, das ist jetzt diesmal deutlich in dem Training, oder? In dem Training ist es deutlich. Also, ja gut, wie gesagt, schauen wir mal, wie es nachher im Rennen läuft. Aber ich glaube, ich kann die KI noch mal ein paar Striche hochsetzen, glaube ich. Hier sind die Abschlussplatzierungen des dritten Renntrainings. Ja, jetzt habe ich sogar 3,1 Sekunden Vorsprung. Welche Fahrer die besten Zeiten erzielt haben. Im ersten Training 1,9, im zweiten 2 Sekunden und jetzt sogar 3,1. Nochmal im dritten Training nochmal 1,1 Sekunden schneller gewesen. Na gut, da bin ich aber jetzt auch die meisten Runden gefahren. Sehen wir uns die kombinierte Moto3-Wertung an. Zur Erinnerung, die 14 besten Fahrer sind direkt fürs Q2 qualifiziert. Ja, da werde ich jetzt auch hingehen, auf nach Q2, weil Q1 brauche ich ja jetzt nicht mehr. Wir melden uns wieder vom zweiten Qualifying der Moto3-Klasse. Ja, Fahrer aus Q1. Die vier sind noch weiter und wir sind direkt in Q2, sehr gut. Der Fahrer begibt sich selbst. Ja, ich denke, im nächsten Rennen kann ich dann nochmal mindestens 3, wenn nicht sogar nochmal 5 Punkte hochschrauben. Aber manchmal habe ich halt auch Schiss, dass das von Strecke zu Strecke unterschiedlich ist. Wie gesagt, Losail hier, also Katar, in den MotoGP-Spielen auch von früher, ich als Motorradspiel fand ich die Strecke, wie gesagt, immer mega gut und da kann ich die eigentlich auch relativ gut. Relativ gut. Bin ja kein Motorradprofi. Aber das will ich auch gar nicht sein, Spaß machen soll. Rum. Zu spät, zu spät, zu spät. Ja. Und das sieht jetzt nicht als ungültig oder was? Hä? War voll neben der Strecke, weißt du? In den Trainings zählt das als ungültig und jetzt im Qualifying zählt es mich als ungültig. Hä? Findet den Fehler. Mal ganz ehrlich, Leute, findet den Fehler. Im Training zählt sowas als ungültige Rundenzeit, aber im Qualifying darf ich dann nebenfahren, okay? Ah, keine Ahnung. Ja, ich habe es extra nicht gerewindet, weil dass ich da komischerweise daneben fahren konnte, das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt und abgelenkt. Also, ich will jetzt gleich noch eine zweite Runde fahren, ohne neben die Strecke zu kommen, wenn es geht. Weil das fand ich jetzt schon ein bisschen komisch, dass ich auf einmal neben die Strecke fahren durfte und keine Strafe gekriegt habe. Ich hätte es auch dankend annehmen können und schnell nach dem Unfall rewinden und dann weiterfahren, aber naja, was soll denn der Geist? Ja gut, die KI fährt auch dahinter, die Curbs, also die KI macht das auch. Ohne dass ich Strafen kriege. Nur die KI konnte das anscheinend im Training auch, weil im Training habe ich die KI auch ab und zu neben die Strecke fahren sehen und die hat im Training keine Strafe bekommen. Zumindest stand da am Ende nicht von Strafe, aber egal, was soll der Geist. Ja, 2,20, da fahren wir auf jeden Fall noch eine Runde. Also eine hängen wir auf jeden Fall noch dran. Das gibt es keine Strafe oder was, obwohl ich da voll weit ausgeholt habe. Ja, das raff ich halt nicht, weißt du?
das, sowas raff ich nicht. Im Training gibt das voll die Strafe, also beziehungsweise ungültige Runde, wie gesagt. Und jetzt im Quali darf ich da so weit neben der Strecke mit Schwung fahren, ausholen. Hä? Wo sind denn das dann bitte harte Strafen? Also, ich verstehe halt die Rechnung nicht vom Spiel, wann es als Strafe berechnet wird und wann nicht. Also, wenn ihr das kapiert, dann gerne in die Kommentare damit. Also, ich kapiere es nicht. Ah, shit, wieder da. Wieder im Umkehrschluss. Ach komm, was soll der Geist? Jetzt nutze ich doch mal einen Rewind. Ja, wieder beim schnellen Wechsel. Und nochmal. Okay. Ah, shit. Also hier, besonders in der Kurve, da muss ich aufpassen. Also ich möchte nicht wissen, wie das dann später mit der MotoGP-Klasse ist, wenn ich hier bei dem schnellen Wechsel schon in Schlingern komme mit der Moto 3. Ja, ich hätte es auch noch eine dritte Runde oder so jetzt hier hinten dranhängen können. Aber wir wollen ja dann auch ins Rennen gehen, in die nächste Folge und dann im Rennen weitermachen. Also ich will mich jetzt hier auch nicht zu lange dran aufhalten an den Qualifying sozusagen. Wie gesagt, es ist ein Spiel, was Rewind zulässt, also kann man es auch mal zwischendurch machen. Gut, jetzt habe ich in der einen Kurve 3 Stück hintereinander benutzt, aber sag mal, wenn man Rewind darf, dann kann man das ruhig auch hier und da mal machen. Dafür sind die ja da. Sagen wir es mal so, dafür sind die Rewinds ja gedacht. Ich kann die Rewinds natürlich, wenn es euch stört, auch komplett ausstellen. Dann gehe ich in die Optionen und stelle die Rewinds aus. Und wenn wir dann Scheiße bauen, dann ist es halt so. Wenn wir dann Scheiße bauen, dann müssen wir es halt hinnehmen. Können wir auch mal, aber jetzt auch wieder. Ich war voll neben der Strecke und keine Ahnung, das scheint dann zu zählen, obwohl. Ja, ich finde es ein bisschen komisch, weißt du? Ich sag dazu aber nichts mehr. Doch. Im Training darf man gar nicht mal den Körb angucken und im Quali darf man voll rausfahren. Also das ist. Der Fahrer kommt in die Box. Ist schon echt komisch, egal. Aktive Session, wir überspringen das Ganze jetzt. Auch das zweite Moto3-Qualifying endet hier. Die Platzierungen, die Sie auf dem Bildschirm sehen, entsprechen den morgigen Startpositionen der Fahrer. Grüße an alle von der Halbinsel Katar. Wir sind am Lusail International Circuit in der Nähe der Hauptstadt Doha. In wenigen Sekunden wechseln wir zur Hauptgeraden und sehen uns den Start des Moto3-Rennens an. Ja, und bevor wir das tun, uns den Start des Rennens anzugucken, würde ich sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge, wie gesagt. Wenn euch das Training und das Qualifying gefallen hat, dann gerne liken, kommentieren. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, auch sehr, sehr gerne ein Abo da lassen. Und die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, das würde mich persönlich sehr freuen, denn Support ist ja bekanntlich kein Mord. Und schaut natürlich auch gerne in die Videobeschreibung vorbei, zwecks den Partnerkanälen von Roman und Tobi. Ich habe die beiden da jetzt drin verlinkt. Und dann sage ich erstmal bis zum Rennen, beziehungsweise zu irgendeiner anderen Let's Play Folge, wie ihr Lust und Laune habt. Peace over and out. Ciao, ciao, euer Maulwurf.